so sehr den Klarlack aufgezogen. Das gucken wir uns jetzt vorne beim Radio noch. Falls ihr da irgendwie eine andere Lösung habt oder irgendeinen Lösungsansatz, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ich bin... Hallihallo Freunde, nachdem nun endlich das Motorproblem behoben ist bzw. begrenzt wurde, können wir endlich hier drin weitermachen, denn das Ganze ist noch nicht ganz fertig. Wir sind zwar schon weit fortgeschritten, haben ja auch mit dem Innenausbau voll durchgezogen, allerdings werden noch so ein, zwei Sachen folgen. Ein, zwei Dinge davon wurden schon während der Motorinstandsetzung getätigt, das heißt, das sind alte Aufnahmen, werden aber hier im Video zu sehen sein. Und jetzt kümmere ich mich um die ganzen Paneele hier aus MDF. Und zwar hatten wir erst entschieden, die nicht zu lackieren. Jetzt ist uns aber aufgefallen, dass die doch relativ anfällig sind, was Schmutz und so angeht. Und so können wir sie natürlich nicht abwischen. Das heißt, die werden jetzt nochmal alle mit Klarlack überzogen. Genauso wie die ganzen Schränke, die wir hier haben, weil die kann man schön abwischen. Das werden wir jetzt hier an den Seiten überall auch machen. Und alles Weitere werdet ihr auf jeden Fall in diesem Video sehen. Also viel Spaß! Ich habe jetzt die erste Schicht gestrichen, das Ganze habe ich nicht aufgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass das passiert, was jetzt passiert ist. Und zwar hat das MDF oder dieses Holz einfach so sehr den Klarlack aufgezogen, dass man die erste Schicht quasi gar nicht sehen kann. Diese Wand ist jetzt noch feucht, das kann man glaube ich ganz gut auf der Kamera erkennen. Und diese Wand ist jetzt schon trocken, da habe ich auch gestrichen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall warten, bis das Ganze richtig durchgetrocknet ist und dann noch eine zweite oder auch dritte Schicht draufziehen, weil das Holz eben so doll saugt. Wie man schon in den vorherigen Videos gesehen hat, ist ja hier unsere Küchenplatte und hier ist unser Gasherd. Und da das MDF so ein bisschen anfällig ist und wir das ja jetzt nochmal extra lackiert haben, haben wir uns aber noch was anderes überlegt. Und zwar haben wir uns hier so eine Aluplatte besorgt. Die soll jetzt hier hinten hin. Die ist noch ein Stückchen zu lang. Die wollen wir gerne auf der Hälfte zwischen Gasherd und Spüle kürzen. Das Ganze machen wir jetzt und dann soll die hier hinten befestigt werden, sodass, wenn wir hier jetzt irgendwie kochen oder ähnliches, das hier gegenspritzen kann und wir das dann ganz einfach wieder abwischen können. Ich habe das Radio jetzt verbaut, das passt auch einigermaßen gut hier rein. Das Problem ist einfach nur, dass das Radio einfach zu tief ist. Dafür gibt es jetzt eine kleine Lösung, das werde ich euch unten auch in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar gibt es einen kleinen Rahmen, der ist 15 mm tief und der erweitert euer Einschub quasi um 15 mm. Ich werde jetzt gucken, ob die 15 mm bei mir reichen, ich habe es eigentlich schon ausgemessen.
aber in der Praxis ist immer noch ein bisschen was anderes, deswegen das machen wir jetzt mal fix und dann zeige ich euch auch mal das Radio. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Radio. Das habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Ist ein ganz, ganz billiges oder günstiges Teil von Xomax. Bin ich auch ganz ehrlich, dass das wahrscheinlich soundtechnisch oder was es alles so gibt, nicht das Beste ist, was man kaufen kann. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Unsere Priorität stand aber darin, dass wir hier vorne einen Bildschirm reinkriegen. Und das kriegen wir halt nur hin mit einem Ein-DIN-Schacht. Und deswegen muss es auch ein DIN-Radio sein, wo ein Bildschirm rausfährt. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal ganz kurz. Mit der Zündung geht das Radio dann dementsprechend an. Und ja, Radio habe ich jetzt auch schon hier drin. Ich kann den Bildschirm auffahren. Und so können wir jetzt wunderbar eine Rückfahrkamera anschließen und halt hier dann das Bild auch sehen. Wie das nachher denn aussieht, das werdet ihr auch noch im Folgenden auf jeden Fall sehen. Aber ich denke, für uns wird das allemal reichen. Bisschen Musik, ich werde hier noch zwei extra Boxen anbauen. Aber ansonsten reicht uns das allemal. Ich wollte euch noch mal ganz kurz das mit der Rückfahrkamera zeigen. Es ist jetzt so, dass wir natürlich am liebsten im oberen Bereich irgendwo die Kamera angebracht hätten, damit man wirklich das ganze Feld sieht. Aber es ist einfach so, dass das Gefährt ist einfach zu breit, dass man wirklich links und rechts alles sehen könnte. Daher haben wir das jetzt anders gelöst. Und zwar werden die Fahrräder im Normalfall immer hinten drauf sein. Und wir haben die Kamera hier unten an dem Fahrradträger angebracht. Das Ganze zeige ich euch jetzt gleich nochmal, wie das denn in der Rückfahrkamera aussieht. Es ist einfach nur ein Schutz dafür, dass man quasi, man kann links und rechts die Ecken fast sehen. Und dass man hinten raus natürlich sehen kann, falls man irgendwo einparkt, wie weit man quasi einfahren darf. Das gucken wir uns jetzt vorne beim Radio nochmal an. Und zwar ist es jetzt so, dass wir haben das Vierganggetriebe im LT drin und das Getriebe hat keinen Rückwärtsgangschalter. Das heißt, wenn ich in den Rückwärtsgang schalte, haben wir hinten auch keine Leuchte und auch keinen Schalter, der sagt, wir sind jetzt im Rückwärtsgang. Aus dem Grund musste ich einen extra Schalter anbringen. Die Zündung ist jetzt an. Das heißt, wenn ich den jetzt einschalte, wird die Rückfahrkamera aktiviert. Das ist so, als wenn man in den Rückwärtsgang schalten würde. Das Radio fährt aus und wir können das Bild hier sehen. Ebenfalls geht hinten bei der Rückfahrkamera ein kleines Licht an, also eine LED. Also das heißt, selbst im Dunkeln können wir das Bild sehr, sehr gut sehen. Jetzt habt ihr das Ganze gesehen, wie ich das aus der Rückfahrkamera heraus sehe. Das ist eine relativ günstige Rückfahrkamera, weil wir erstmal wissen wollten, wie das Ganze überhaupt aussieht und wie es funktioniert. Die kann jetzt, glaube ich, 170 Grad. Falls ihr da irgendwie noch eine andere Methode habt oder wisst, wie wir das irgendwie in besserer Form, auch ruhig, wenn wir das oben hin machen müssen. Wir wollen halt ungern irgendwie eine Durchführung machen, weil der Video-Chin-Stecker so groß ist und so. Falls ihr da irgendwie eine andere Lösung habt oder irgendeinen Lösungsansatz, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall bereit, da irgendwie noch was umzubauen bzw. noch was zu verändern. Da freue ich mich auf jeden Fall auf eure Vorschläge. Das war es jetzt für diesen Teil. Es wird auf jeden Fall noch ein Teil folgen, weil wir haben noch ein paar Änderungen vorgenommen. Aber fürs Erste soll es das gewesen sein. Falls euch das gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Schreibt in die Kommentare, falls euch noch irgendwas aufgefallen ist oder eingefallen ist, was ihr ändern würdet oder anpassen würdet. Vielleicht kommt es dann auf jeden Fall mit im nächsten Teil. Und das Ganze wurde natürlich jetzt im Zusammenschnitt alles gezeigt. Ich werde natürlich noch eine ganze Roomtour machen, wenn das Auto soweit fertig ist, wo wir sagen, okay, jetzt können wir wirklich mal alles zeigen. Und da werde ich euch dann auch alles nochmal ein bisschen detaillierter zeigen. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, falls ihr beim nächsten Video wieder dabei sein wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!